Jo, hallo Leute. Ja, dann geht das hier jetzt wohl weiter, ne? Es ist mittlerweile Tag geworden, so wie ich das hier sehe. Ja. Das Auto ist immer noch rot. Ja, das werden wir dann irgendwann mal ändern. Weil mit einem roten Auto durch die Gegend fahren, ich weiß nicht, irgendwie nicht so ganz meins. Ja, dann werden wir mal gucken, was da so noch so auf ist. Dort vorne sind Cat. Sie scheinen gegen einen Kroganer zu kämpfen. Ist das Drag? Ja, ich glaube, da vorne ist Party, ja gesagt. Dann gucken wir. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Oh, ist das steil. Ja, passt aber. Warte, mischen wir da doch mal mit. Ryder, wird ja auch Zeit, dass sie sich auf der Party blicken lassen. Oh, ich glaube, da kommt der Stärk. Ah, der will das wahrscheinlich auch eine harte Nummer haben. Hier der Typ. Und noch ein Schlag. Ich hab einen reingehauen. Glaub ich. Sehr schön, Kleiner. Weiter so. Ich glaube, ich habe sie wütend gemacht. Sehr gut. Das können Sie laut sagen. Sie wissen sich zu wehren, Kleiner. Und ich habe gehört, Ihnen hätten wir es auch zu verdanken, dass der Himmel sich aufgeklärt hat. Ich hatte Sie völlig falsch eingeschätzt. Sie sind auch nicht übel, alter Mann. Vielleicht sollten wir doch zusammenarbeiten. Der Kampf war ziemlich gut. Aber Sie sind trotzdem von der Nexus. Und so grün hinter den Ohren wie ein Drell. Trotzdem sagt mir irgendwas, dass sie Potenzial haben. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Ich bin dabei. Zeigen Sie mir nur, in welcher Richtung Ihr Schiff ist und versuchen Sie, Schritt zu halten. Das wird fantastisch. Die ersten Kolonisten haben Audiologs über diese Regionen zur Nexus zurückgeschickt. Und? Windhauchbecken. Geringste Strahlungswerte im gesamten Gebiet. Ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht mehr als nur ein Schimmer. Hier werden wir unsere neuen Außenposten errichten. Ein echter Anfang. Bereite Errichtungsbefehl vor. Sie müssen festlegen, welche Aufgabe dieser neue Außenposten erfüllen soll. Hat die Nexus dabei kein Mitspracherecht? Die Ressourcenknappheit ist kritisch. Laut Protokoll fällt diese Entscheidung nur der Pathfinder. Mit den aktuellen Vorräten könnten Sie einen Militäraußenposten errichten, der sich auf Verteidigung und die Ausbildung der Miliz konzentriert. Alternativ wäre ein wissenschaftlicher Außenposten möglich, der die Forschung der Initiative vorantreibt. Was sagen Sie dazu? Militär oder Wissenschaft? Der Pathfinder entscheidet. Aber Forschung ist sinnlos, wenn wir tot sind. Militär. Wissenschaft, keine Frage. Unsere Kolonisten müssen ihr Zuhause verstehen. Beachten Sie, dass der erste Außenposten, den ein Pathfinder errichtet, in sich selbst eine Botschaft transportiert.
Ob gerechtfertigt oder nicht, Ihre Entscheidung repräsentiert die Initiative und Ihre Pläne in Andromeda. Wählen Sie mit Bedacht. Ja, das ist jetzt die Frage. Militär oder Wissenschaft? Tja. Das ist eine schwere Entscheidung. Also, denke mal. Ja. Ich persönlich bin immer so fürs Militär, aber Wissenschaft braucht man auch. Ich werde mal die Wissenschaft nehmen. Forschung und Entdeckung sollen Vorrang haben. Das ist unser Fundament und unsere Zukunft. Befehle vorbereitet. Bereit auf Ihr Signal. Andromeda-Initiative. Hier spricht Ryder, der Pathfinder. EOS ist bereit für die Erschließung. Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Und mehr als bereit. August Bradley, Einsatzleiter dieses Blocks. Und jetzt wohl Bürgermeister. Wir sind bereit, Ihre Arbeit fortzuführen. Es war die Arbeit vieler. Ohne Sie wären wir nie so weit gekommen. Das weiß ich. Prodromos. So nennen wir ihn. Sie sind so engagiert. Das hat uns gefehlt. EOS ist bei weitem keine goldene Welt. Aber es ist ein erster guter Schritt. Für Sie haben Sie ein Wunder vollbracht. Die Nexus. Ich hatte Sie gewarnt. Hoffnung schien verantwortungslos. Aber ich lag falsch, Pathfinder. Was ziehen Sie hier ab? Ist es plötzlich vorteilhaft, meine Freundin zu sein? Ja, vermutlich. Ryder, Sie haben uns Zeit verschafft, aber ein Außenposten auf einem ziemlich hoffnungslosen Planeten löst unser Hungerproblem nicht. Haben Sie schon eine weitere Spur? Den Nav-Punkt aus dem Gewölbe. Jetzt wird es kompliziert. Die anderen sind bereit, ihre Bestrebungen zu genehmigen, um an ihrem Erfolg teilzuhaben. Wir alle wollen, dass die Initiative ihr Ziel erreicht. Über das Wie sind wir uns allerdings uneins. Sehen Sie sich einfach vor. Mir ist egal, warum jemand hilft. Hauptsache, er tut es. Das kommt mir bekannt vor. Reden Sie mit Bradley. Später sprechen wir dann über die erweiterten Aufgaben eines Pathfinders. Bis dahin erwartet Sie Tan auf der Nexus. Ja, wo die mich denn abgestellt? Hier oben auf dem Berg. Ja, super Idee. Kann ich runterlatschen, oder? Das Reich. Ja, dann latschen wir mal wieder runter. Das Auto steht da ganz hinten. Oh, super Idee. Ist das tief? Erstaunlich, wie schnell hier das aufgebaut worden ist. Auch wieder Umbio. Bestellt und nicht aufgefallen, wie sauber die Luft riecht.
Nein, der unterhält sich nicht mit mir. Ah, da hinten ist so ein Erinnerungsding. So gut, hätte ich jetzt auch hinfahren können. Egal. Latschen wir da eben kurz hin. Der steht auch immer noch rum. Sam, was war das? Ein eidetischer Auslöser mit Bezug auf ihren Vater und die Teile meiner Speichermatrix, die er blockiert hat. Was hat ihn ausgelöst? Herr Bürgermeister Bradley. Pathfinder, schön Sie zu sehen. Dank Ihnen stecken wir bis zum Hals in Arbeit. Es ist zwar ein bisschen staubig, aber daran gewöhnen wir uns schon noch. Wenn es um das eigene Zuhause geht, ist es das wert. Wir sollten den Leuten nicht zu viel zumuten. Es war schon hart genug, überhaupt so weit zu kommen. Niemand musste angetrieben werden, um das zu erschaffen, was Sie hier sehen. Die Leute sind einfach bereit. Erledigen Sie einfach, was auch immer Sie auf der Nexus zu erledigen haben. Auf Eos wird es später noch genug zu tun geben. Einige Schlüsselpositionen. Connor, Nachschub. Ramirez, medizinische Versorgung. Abrams, Wissenschaft. Fawkes, Technik. Dank Ihnen und meinem Verwalter werden wir nicht wie Anlage 1 und 2 enden. Ich habe mir die ersten beiden Außenposten angesehen. Diese Leute haben bis zuletzt alles gegeben. Und sie hätten mehr Unterstützung von der Nexus verdient gehabt. Das ist uns allen bewusst und wir werden es auch nie vergessen. Sie, Pathfinder, haben diesen Planeten verändert, aber deshalb ist es hier noch lange nicht leicht. Was unsere Vorgänger erreicht haben, wird uns enorm weiterhelfen. Sie waren gute Leute, jeder einzelne von ihnen. Es wäre mir eine Ehre gewesen, mit jedem von ihnen zu scheitern. Ich habe diese Spur zwar noch nicht zu Ende verfolgt, aber nicht alle von ihnen sind sofort gestorben. Ja, ich habe davon gehört, dass es vereinzelte Evakuierungen gab. Falls es einige von ihnen nochmal versuchen wollen, sind sie mir herzlich willkommen. Oh, und Pathfinder? Die hier ist für Sie. Unsere Flagge. Hängen Sie sie irgendwo auf, wo sie jeder auf der Nexus sehen kann. Sie hat den Boden unseres ersten Außenpostens in Andromeda berührt. Zeigen Sie ihnen, dass unser Traum wahr geworden ist. Jo, dann machen wir das doch. So, jetzt rennen wir erstmal zurück zum Auto. Und dann verladen wir das Teil. Obwohl wir es eigentlich nicht brauchen, weil er verlädt sich automatisch. Und dann fliegen wir weiter. Irgendwo hin. Ist aber auch eine Sandwüste hier. Liebe Güte. Hier wächst kein Strohhalm, hätte ich fast gesagt. So, auf. Sind im Steigflug. Atmosphärenaustritt erfolgt. Bevor wir mit der Besprechung beginnen, möchte ich PB und Drag noch ihre Quartiere zuweisen. Ich habe meinen Rucksack schon in die Küche gestellt. Ich würde gerne dort bleiben, falls das okay ist. Und ich bin in einer der Rettungskapseln. Das ist mehr mein Ding. Das ist fantastisch. Willkommen an Bord. Irgendwelche Anmerkungen, Ryder? Das ist kein militärisches Schiff, aber Regeln sind notwendig. Erfragen Sie künftig vorher das Protokoll. Reden wir über unseren Erfolg auf Eos. Wir haben unseren ersten richtigen Außenposten errichtet und darüber hinaus noch mehr geleistet. Wir haben die Relikte entdeckt und sind in ihr Gewölbe eingedrungen. Und wurden nicht getötet. Haben die Strahlenkrankheit überwunden. Sogar mehrfach. Und sind nicht gestorben. Wurden an jeder Ecke von Cat angegriffen.
Und wurden wieder nicht getötet. Sie sollten die Messlatte für das, was als Erfolg gilt, wirklich etwas höher legen. Sollen wir vielleicht die kroganische Definition von Erfolg nehmen, durch die ihre Heimatwelt von ihren eigenen Leuten zerbombt wurde? Auch wieder wahr. Konzentrieren wir uns auf die aktuelle Aufgabe, den Blick nach vorne. Genau. Ich habe dazu nur eine Frage. Wann greifen wir das nächste Gewölbe an? Es sah aktiv aus. Wir müssen handeln. Langsam, langsam. Wir dürfen keinesfalls vorschnell handeln. Die Initiative hat Prioritäten. Das Team bestimmt, was gemacht wird. Genau genommen bestimmt der Pathfinder, was gemacht wird. Nur damit das klar ist. Also, was brauchen Sie von uns, Ryder? Helios hat uns überrascht. Weil es neu für uns war. Für uns alle. Also sollten wir rausfinden, welche Regeln hier gelten und versuchen, uns daran zu halten. Klingt gut. Wenn ich eines wirklich gut kann, dann ist es mir, Regeln auszudenken. Von Regeln ausdenken war nicht die Rede. Können wir bitte die Anarchie auf ein Minimum beschränken? Okay. Zurück auf die Nexus. PB, Drac, lassen Sie sich von Lexi durchchecken. Gute Besprechung. Ja, eine sehr gute Besprechung. Normalerweise sagt man ja, besprechen das Ende oder irgendwie sowas, aber wenn ich schon vorher abhauen, meine Güte. Gucken wir doch mal aus dem Fenster. Ah, toll. So. Das ist Eos immer noch. Gucken wir doch erstmal. Eine Meuterei ist wie Krebs. Ohne Behandlung breitet sie sich aus. Wenn sie weiterhin Leute ins Exil schicken, gehen ihnen die Leute aus. Man muss bösartige Zellen herausschneiden, damit die Gesunden eine Chance haben. Was war das jetzt? Ja, das sind diese Einsatzteams, Missionsdinger hier. Ja, da kann man Leute losschicken und das mit dem Haken ist erledigt sozusagen. Weil die hatte ich irgendwann schon mal losgeschickt. Und dann, dafür kriegt man dann Ressourcen. Mission erfolgreich, ja. Gut. Nächster. Und der letzte. So, ja. Und dann kann man hier neue Missionen annehmen. Steht überall bei, wer das ist. Im Allgemeinen fange ich am liebsten eigentlich immer oben an. Also, egal, weg. 94% ist schon recht hoch. So, ab, nächster. Was haben wir da? Immer noch 94%. Schaffen die unteren das auch? Jo, dann schicke ich die unteren los und kann die mal ein bisschen im Level aufsteigen. Einsatz. So. 94%. Der schafft das auch, das ist gut. So. Ja, grau, Einladung eines Unbekannten. Ja, gute Idee. 93%, das ist schon. Und nächster. Einsatzteam schicken. 92, 92. Beide mit 92. Rufen wir mal, was wir da brauchen. Ausrüstungsmerkmale. Was weiß ich. Was haben die denn? Verstärkte Schilde. Wir brauchen einen Helden. Plus 20% auf wir brauchen einen Helden. Ich werde mal den da oben nehmen. Dann haben wir hier unten noch einen. Waffenlieferung. 94% passt. So, will ich. Dann haben wir alle. Da haben wir jede Menge Boxen drin. Da sind jetzt überall so Credits drin oder Forschungsdaten und aller möglicher Kram ist da drin. Den könnt ihr euch alle Belohnungen abholen. Jo. Genau. So. An der Seite erscheinen, was wir kriegen. Höhlenfasern, Eisen, Silizium und so weiter und so weiter. Reicht die Forschung dabei. Noch ein Gewehr und so weiter. So.
damit gehen wir jetzt hier drüben, oder? Zum Händler. Händler ist da. Da wir ja immer noch unser Gewichtsproblem haben. Waffen. So, Pistolen. Was haben wir denn da? Die Hurricane oder das Ding da unten? Was behalten wir davon? Ja, gut. Ich meine, da ich beide Waffen nicht angelegt habe, sonst wäre da nämlich ein Haken hinter, wenn es angelegt wäre. Der Schaden ist eher überschaubar bei beiden Waffen. Ich werde trotzdem die untere verkaufen. So. Dann geht es wieder zu Waffen zurück. Dann haben wir hier noch Präzisionsgewehr. Ja. Der Schaden ist eher überschaubar. So. Und wieder zurück zu Nahkampf. Mal gucken, mal Nahkampf rein. Ja, genau. Was ist das? Ultra selten. Macht denn das Ding? 386 Nahkampfschaden. Tja. Nee, ich bleib bei meinem Schwert. So, weg damit. Das kann ich mir jetzt zum Glück auch alles noch bauen. Also wenn ich dann wirklich mal auf den Draht komme, ja, ich muss unbedingt eine Reliktwaffe haben, denn genau. So, was haben wir denn hier anzubieten? Das sind, glaube ich, schon die Mods, ne, oder? Ja. Das sind die Mods. Also die Verbesserung für die Waffe im Grunde genommen. Erstmal ganz nach unten. So, was man denn da alles. Ich glaube, das kann ich alles auf 6. Und hier oben ist 7. Ja gut, dann nehme ich die, verkaufe ich die ganzen 6er. Ja. Noch einer. So. Zurück. Sturmgewehr. Da bin ich erst auf 5. 4. Ne, Moment mal, nach oben machen. 7. 7 habe ich schon. Okay. Dann darf alles weg. Das 4er. Oh, 5er können auch weg. Das langt dann aber auch. So. Und dann gehen wir nach die Schrotflinten rein. Schrotflinten trage ich keine. Also, ist nah, weil das Nahkampfwaffe ist. Also, da bin ich nicht so. Ich bin so mehr für, so mehr der Fan-Typ, ne? Nach dem Motto, hinter mir ist der Ausgang. Also, kommt immer ganz gut. So, da haben die 6er raus. Trotzdem werde ich nicht alles verkaufen hier. Und noch ein zurück. So. Fern. Hier oben. Guck mal, der oben ist schon auf 9. Also das ist schon. Ja, das werde ich alles lassen. So, dann gucken wir hier mal rein. Da ist überall nichts mehr drin. Und da haben wir irgendwas gekriegt. Was haben wir denn da gekriegt? Kettpanzerung. Ja. Und tschüss. Hallo. Und tschüss. So, sonst haben wir da nichts mehr. Alle Bergungsgüter verkaufen und Handel bestätigen. Ja, oh, wir sind ein bisschen runtergekommen hier oben. So, jetzt geht das weiter. So, Brennmunition. Was haben wir da noch drin? Keine Objekte verfügbar. Also können wir die Farbe noch nicht wechseln von unserem Auto. Was blöd ist. Und zurück. So. Forschungszentrum brauchen wir noch nicht rein wieder. Oh, jetzt gehe ich erstmal den Unser Tech-Labor ist der Traum jedes Ingenieurs. Perfekt für diffizilste technische Arbeiten aller Art. Ich wollte den Kroganer besuchen. Der ist hier drin. Wir haben Boden in der Küche. Gucken wir doch mal. Und macht dem Pathfinder nicht zu viel Ärger. Da ist die Küche. Hör auf die. Mach dem Pathfinder nicht zu viel Ärger. Ach, Rushan. Mit wem haben Sie geredet? Cash, Nexus-Stationsleiterin. Sie glaubt, sie kann mich rumkommandieren, nur weil sie meine Enkelin ist. Willkommen auf der Tempest. Ärger ist unser Geschäft. Mir gefällt, wie Sie denken, Kleiner.
Irgendwo ist mal jemand zusammengezuckt, als ich das gesagt habe. Vermutlich Tan. Verdammte Politiker. Ist das alles, was Sie mitgebracht haben? Wenn die Vorräte knapp sind und man auf sich allein gestellt ist, lernt man, mit wenig auszukommen. Ja. Wo sind Ihre Freunde, die anderen Kroganer? Wir haben einen Ort gefunden, wo wir uns niederlassen konnten. Unsere eigenen Regeln machen. Die Nexus zu verlassen war nicht gerade ideal, aber wir sind zurechtgekommen. Warum haben Sie sie dann verlassen? Weil es unmöglich war, weiter dort zu bleiben. Nach der Meuterei hatten wir die Wahl, vor Tan zu kuschen oder unsere eigene Kolonie zu gründen. Die Entscheidung war einfach, trotz der Konsequenzen. Ihr Volk steht an erster Stelle. Für mich hat die Sicherheit von Cash und der Kolonie oberste Priorität. Deshalb komme ich auch gerne mit und helfe dabei, diese Galaxie ein wenig einladender zu machen. Dagegen lässt sich nichts sagen. Ja, das war doch ein sehr fruchtloses Gespräch. Wir unterhalten uns nochmal mit der anderen Seite. Mit der Naum da oben. Wie hieß sie nochmal? Ich habe vergessen. Wo ist mein Datenpad? Sie richten sich hier ein? Ja, ich gehe die Sachen aus diesem Gewölbe durch. Wenn ich es schaffe, diese Datenspeicherbox zu knacken, wird sie mir bei einem persönlichen Projekt auf der Nexus weiterhelfen. Das hier ist ein netter, abgelegener Ort, an dem ich in Ruhe vor mich hin basteln kann. Und schlafen kann ich überall. Es ist nicht gerade heimelig, aber genau das gefällt mir. Ich suche nicht nach einem Zuhause. Oh, aber ich werde Ihnen helfen, ein Zuhause für alle anderen zu finden. Zumindest solange ich bei Ihnen bin. Heißt das, Sie sind nur eine vorübergehende Ergänzung meines Teams? Alles ist nur vorübergehend, Ryder. Ich verstehe. Sie wollen wissen, wer auf Ihrem Schiff ist. Also sind Sie hier, um rauszufinden, wie ich ticke, richtig? Ja, sowas in der Art. Okay, ich wurde in einer Blockhütte im ländlichen Teil von Haitiana geboren. Ich hatte einfache, aber liebevolle Eltern, die versuchten... Ich blicke nicht zurück, sondern nach vorne, Ryder. Warum also sollten wir uns durch meine Lebensgeschichte quälen? Sie können mich da draußen kennenlernen, während wir die Geheimnisse der Galaxie lüften. Deshalb bin ich nämlich hier. Ich war es leid, zu Hause vor mich hin zu gähnen. Vielleicht hätten Sie einfach nur mehr Schlaf gebraucht. Wir waren 600 Jahre außer Gefecht. Jemand Besonderes hat die Reise mit mir angetreten, ist dann aber völlig verändert wieder aufgewacht. Ich habe lange genug geschlafen. Ryder, die Milchstraße war so, da war ich schon, das habe ich schon gemacht. Und selbst wenn nicht, irgendjemand hatte es schon gemacht. Wenn es eines gibt, das Sie über mich wissen sollten, dann, dass ich für das Unbekannte lebe. Für das noch nie Dagewesene. Okay, Sie können sich gratulieren. Niemand hat meine Versuche, ihn kennenzulernen, jemals so erfolgreich vereitelt wie Sie. Ja, ich bin die Beste! Spendieren Sie mir irgendwann mal einen Drink. Wer weiß, was dann alles aus meinem Mund kommt. Andererseits, ich brauche Reliktschrott, Reltech, wie ich ihn nenne, für Projekte wie das, von dem ich gesprochen hatte und das Sie nebenbei bemerkt, absolut lieben werden. Wenn Sie mir versprechen, mir alles zu bringen, was Sie erbeuten, beantworte ich Ihnen alle Ihre Fragen. Reltech, hä? Einverstanden. Ja, und wieder ein sehr, Gespräch halt, ne? So, wo wollen wir denn nur hin? Ich geh mal nach da. Vielleicht habe ich ja hier irgendwas im Schrank drin für das Auto. Und? Wie sieht er jetzt aus? Okay, nochmal reingehen. Sieht auch genauso aus. Naja, nicht mehr ganz so rot, aber ich glaube, da muss ich irgendwo mal gucken, dass ich da irgendwo was herbekomme, ein bisschen Farbe herkriege oder so. So geht das gar nicht, ey. Nein, so geht das überhaupt nicht. So. Ja, gut.
das müssen wir eben die Leute aussuchen, genau. Also, wir nehmen mit. Wir nehmen den mit. Also, nee, der testen wir ja. Wir nehmen den Kroganer mit. Und wir nehmen die blaue Frau mit. Ich will dahin. Die da. So, die beiden nehmen wir mit. Auswahl bestätigen. So, ich hoffe, das funktioniert denn auch so. Und dann gucken wir mal, wo wir hin. Ach nee, ich muss mich ja noch. Muss ich mich mit denen noch unterhalten? Nee, eigentlich nicht. Noch nicht. So. Erstmal da raus. Ich empfange etwas. Ja, ich empfange etwas. Schöne Sache. Zur Nexus müssten wir eigentlich. Hab ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Betriebsvorteile. Na ja, gut. Fliegen wir da mal rüber. Ja, viele Rennen machen. Ah, bekanntes Territorium. Die Nexus ist seit Monaten hier, aber das hat nicht gereicht, um alles zu erkunden. Immer viel Gerenne. Ich empfange etwas. Die Planeten könnte man jetzt noch alle anfliegen und dann also Materialien noch runterholen. So, Erze und Kram alles. So, ist nichts Weltbewegendes drauf, aber wie gesagt, man braucht das ganze Zeug für die Forschung. Und ja. Pathfinder, ist es wahr? Wir besiedeln Eos? Das haben wir schon mal gedacht. Aber bei Eos ist das jetzt was anderes. Stimmt's, Pathfinder? Jetzt beruhigen Sie sich mal. Geben Sie ihnen etwas Raum. Lieutenant Sajax, Kandros Adjutantin. Sie wollten sie alle sehen. Es herrscht wieder Hoffnung, ist eine Weile her. Sie haben wieder einen Pathfinder. Das ist unsere Aufgabe. Und Sie haben sie großartig erfüllt. Das ist Herig, einer der Geeks. Wissenschaftler aus dem Tech-Labor. Was Sie mit diesem Reliktgewölbe erreicht haben, ist beispiellos, Pathfinder. Unfassbar. Wir werden neue wissenschaftliche Talente aufwecken und alle Geheimnisse lüften. Die gesamte Nexus wird davon profitieren. August Bradley wird das sicherstellen. Er ist der neue Bürgermeister. Bradley? Den kenne ich. Scheint ein guter Mann zu sein. Und? Worauf warten Sie noch? Da draußen wartet eine neue Welt. Danke, Ryder. Ja, es freuen sich ja auch mal welche, dass man da ist. So. Ja, wie gesagt, wie ich bereits schon sagte, am Anfang ist das wirklich viel Gelatsche. Aber das ändert sich später. Pathfinder, hätten Sie kurz Zeit? Nein. Presse, nein. Keine Zeit für die Presse. Hallo, Pathfinder. Hallo,
Direktor Tan erwartet Sie. Letztes Mal war das hier noch eine Abstellkammer. Ohne Pathfinder brauchten wir auch keine Pathfinder-Halle. Wir arbeiten noch am öffentlichen Bereich. Die Hydrokulturen sind teilweise fertig. Das genügt nicht. Wir sind zu wenige. Meine Leute brauchen eine Pause, Tan. Das verstehe ich. Aber erst muss unser Überleben sichergestellt sein. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich treffe mich mit unserem Pathfinder. Ah, Ryder! Edison hat mir von dem Außenposten erzählt. Sie sind der Held des Tages. Es ist zu früh zum Feiern. Noch haben wir keine Heimat gefunden. Nicht so bescheiden. Sie haben sämtliche Zweifler eines Besseren belehrt. Und Sie sind mein bester Freund? Eher ein Förderer, der Ihren Traum einer strahlenden Zukunft teilt. Ja, ich schätze, da sind wir uns einig. Ich wusste, Sie brauchten nur eine Chance, um sich zu beweisen. Die Entschlüsselung des Gewölbes, Alien-Terraforming, das alles hatten wir nicht erwartet, aber ein guter Pathfinder improvisiert. Und ein Brillanter zeigt seine Erfolge. Ihre Trophäen sind die ersten in der Pathfinder-Halle. Sie sind jetzt ein Sinnbild, Ryder. Etwas, woran die Leute glauben. Ich werde noch viel mehr erreichen. Genau dieses Selbstvertrauen brauchen wir. Gehen Sie unbeirrt Ihren Weg. Vorsicht, Ryder. Am Ende adoptiert er Sie noch. Ah, meine Mitarbeiter. Kollegen, Sie wollen uns doch nicht etwa entmachten, oder, Tan? Vergessen Sie nicht, ich bin Direktor der Initiative. Nur kommissarisch. Ich weiß, wie es ist, einen Posten zu übernehmen, um den man nie gebeten hat. Geben wir dem Direktor eine Chance. Ich sagte doch, der Pathfinder und ich denken gleich. Ich habe Bedenken wegen Eos Ryder. Ein Außenposten voller Wissenschaftler wird uns bei einem Kettenangriff nicht viel nützen. Nein, aber mehr Forschung könnte auch mehr Lebensmittel für die Nexus bedeuten. Wir könnten darüber wie immer den ganzen Tag debattieren. Aber die Entscheidung ist gefallen. Wie wollen Sie weiter vorgehen, Ryder? Wir haben eine Spur zu dem Terraforming-Netzwerk. Ich muss tiefer in den Sektor vordringen, um dem nachzugehen. Wenn die anderen goldenen Welten da sind, wo sie sein sollten, könnten wir ihnen so näher kommen. Vorsicht! Die Cat durchsuchen den Cluster nach Relikt-Technologie. Rechnen Sie also mit Kämpfen. Und dann sind da noch die Exilanten. Sie sind nicht gut, auf die Nexus zu sprechen. Trotzdem brauchen wir weitere Außenposten. Sie sind entscheidend für den Ausbau der Station. Ryder könnte da draußen nach den anderen Archen suchen. Ja, der Plan ist gut. Sie haben meine Erlaubnis. Danke, Direktor. Ich erledige das. Seien Sie das Licht, das den Pfad erhellt, Pathfinder. Klar. Ja, der Spruch war Ryder, ja, hier ist Harry. Ich bin wieder auf der Arche. Was gibt's? Wir haben vielleicht eine Möglichkeit gefunden, mit Ihrer Schwester zu sprechen. Kommen Sie auf die Krankenstation der Hyperion, wenn Sie Zeit haben. Mach ich. Pathfinder, wir sollen uns so schnell wie möglich bei Direktor Edison melden. Richtig. Wegen der Andromeda-Lebensfähigkeit und ihrer Erhöhung. Das könnte hilfreich sein. Das wird nicht meine Freundin. Nein, das wollten wir so nicht. Sie haben für frischen Wind gesorgt, Pathfinder. Meine Abteilung hat jetzt tatsächlich koloniale Angelegenheiten zu verwalten. Und Sie haben neue Werkzeuge, um das Wachstum der Initiative zu unterstützen. ALP, bereit zum Ausgehen. Sam hat schon gesagt, es gäbe eine neue Funktionalität, die wir besprechen müssen. Die Initiative soll dadurch den Pathfinder unterstützen. Sie und Ihr Team sorgen da draußen dafür, dass Andromeda lebensfähig wird. Das stärkt uns alle. Wenn Sie eine Schwelle überschreiten, kann eine neue Kryogruppe rausgeholt werden. Sie wollen mehr Forscher? Wie in Prodromos? Ihre Entscheidung. Brecker zeigt Ihnen das Interface und kümmert sich um die Details. Sie müssen lediglich entscheiden, was Leben in Andromeda bedeuten soll. Ohne Druck. So, dann sprechen wir mal mit dem Typen. Hallo Pathfinder. Ich bin Kryobetriebsverwalter Wladimir Brecker, C63 Galati. Ihre vordringliche Aufgabe besteht darin, unwiderruflich über den Verlauf jedes Lebens in der Initiative zu bestimmen. Wow, das ist ein bisschen zu viel. Ja, natürlich.
aber jetzt haben sie Respekt vor dem, was wir hier tun. Die Andromeda-Lebensfähigkeit und die Nexus-Grenzwerte sind ihre Werkzeuge, ihre Belohnung und unsere Zukunft. Wie kann ich ihnen helfen? Ich entscheide also, welche Gruppen aufgeweckt werden. Dann sind also alle irgendwann wach, oder? Genau. Aber das Ganze muss geordnet ablaufen. Es gibt Unterstützungslinien. Sie können kein Omelett zubereiten, wenn Sie vorher nicht für Eier sorgen. Und Eier bringen Ihnen nichts für einen Steak. Der Unterschied ist, dass es hier um Personen geht und um den Beginn eines Lebens für uns alle. Okay, Brecker. Womit fange ich an? Das Interface ist aktiv und reagiert nur auf einen Pathfinder. Es ist bereit für Ihre erste Auswahl. Sie können beginnen, die Initiative nach Ihren Wünschen zu formen. Jo, wie machen wir das denn? Ja, da ist natürlich jetzt wieder... Was haben wir denn da? Handelsport? Nein, ich will doch nur mal gucken. Ich habe eh nur einen Kryopunkt, also. Ja. Ich mal Kategorien weiter gucken. Fortgeschrittenes Training, was ist das denn? Nein. Ist das? Nein. Ich muss mir schleppen können. Nee, das ist auch doof. Das ist Aufklärung. Nee. Oh gut, Tech-Materialien. Ja, Munition. Ja, toll. So, was war Wissenschaftsprozess? Ist das? Minenanlagen? Labortechniker. Forschungspunkte ist auch nicht gerade so unwichtig. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Ich glaube, ich gehe auf Verteidigung. Was ich machen könnte, wäre das. Und dann oben auf Munition gehen, dann hätte ich jetzt schon mal das erste Ding freigeschaltet. Allzeit bereit. Lebensfähigkeit von 70% auf EOS, erforderlich aktuell 76. Da bin ich jetzt schon drüber. Ich denke mal, ich werde mir dann die Munition holen. Ja. Ist zwar ein bisschen blöd, aber egal. So, fertig. Alle Belohnungen einsammeln. So. Ja, das habe ich jetzt freigeschaltet. Ja, toll. Und nun? Jetzt brauche ich wieder unten. 90%, oh, das wird noch ein bisschen dauern. Okay. So, da oben habe ich keine Punkte mehr. Okay, so, und zurück. Fertig. Pathfinder, der ALP-Aufstieg wird gemäß Ihren Anweisungen fortgesetzt. Und natürlich bleibt das Interface für etwaige künftige Anpassungen zugänglich. Protokolle und Prozesse sind was Feines. Jetzt leben wir. Bis zum nächsten Mal. Pathfinder? So, jetzt müssen wir in die Kühlstation. Und dann können wir endlich wieder losfliegen. Nein, ich will nicht mit dem Techniker. Das sind alles die Nebenquests, die man hier noch machen kann. Überall, wo ein Ausrufezeichen ist, da oben zu sehen eben.
Irgendwo-Queste noch machen kann. Steigert den Level. Ja. Nee. Frühstation. Frühstation wollte ich eigentlich hin. So. Die Nexus erhält eine Waffe. Trotz vereinzelter Proteste betrachten die meisten das Vortex als zivilisierte Möglichkeit, sich bei einem Dream von der Stars zu erholen. Das war HLS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Wir warten nur noch auf ein paar weitere Zivilisten, bevor wir sie auf die Nexus bringen. Das ist nicht gut. Ich mach's wieder gut, Dash. Versprochen. Ah, die hole ich mir jetzt erstmal. Pathfinder, ich bin Nigel McCoy, frisch aus dem Kälteschlaf. Willkommen in Andromeda, Nigel. Danke. Allerdings, mein kleiner Bruder Dash war auf der Nexus. Nun habe ich erfahren, dass er starb, als er auf Eos seine Siedlung errichten wollte. Das ist schrecklich. Mein Beileid, Nigel. Ja. Wir wollten hier draußen gemeinsam Familien gründen. Ich habe einen Anhänger, den unser Vater getragen hat. Dash hatte genauso einen. Würden Sie sie wieder zusammenbringen? Natürlich. Er hat in seinem digitalen Tagebuch einen Ort auf Eos erwähnt, wo er immer nachgedacht hat. Wenn Sie den Anhänger dorthin bringen könnten. So, dann haben wir nämlich jetzt eine Quest für unterwegs. Harry, was passiert da mit Sarah? Wir haben sie aus der Kapsel geholt. Ich will Ihnen keine allzu großen Hoffnungen machen, aber Sam hat sie, quasi gefunden. Was soll das heißen? Nun, sie ist zwar immer noch im Koma, aber Sam hat es geschafft, auf ihr Implantat zuzugreifen. Sie haben Kontakt. Das ist unglaublich. Geht es dir gut? Die Werte sind stabil. Den Rest kann Ihnen Sam erläutern. Obwohl sie im Koma liegt, sind Sarahs mentale Prozesse aktiv. Es geht ihr also gut? Fragen Sie sie selbst. Ich stelle eine Verbindung zu Ihrem Implantat her. Bitte. Sarah? Kannst du mich hören? Bist du das, Bruderherz? Was ist hier los? Wo bin ich? Es gab ein Problem mit deiner Stase-Kapsel. Du liegst auf der Hyperion im Koma. Verstehst du? Ich glaub schon. Ist das ein Traum? Sam hat sich in dein Implantat eingeklinkt. Aber dir geht's gut. Dein Zustand ist stabil. Das ist so schräg. Ich kann dich hören, aber nichts fühlen. Wo ist Dad? Geht's ihm gut? Er ist... Wie soll ich dir das sagen? Er ist tot, Sarah. Was? Es war ein tragischer Unfall. Aber... Dad kann nicht tot sein. Er... Ich weiß. Es war für uns alle ein Schock. Ich konnte mich nicht mal verabschieden. Ich auch nicht. Und was ist mit unserem neuen Zuhause? Dad hat immer so davon geschwärmt. Es gab ein paar Komplikationen. Die goldenen Welten existieren nicht. Aber Dad sagte... Sarah? Ich... Träume ich etwa? Wo bin ich? Sarah, es tut mir leid. Ihre Herzfrequenz steigt rapide an. Ich kann das nicht. Genug, der Stress ist zu groß. Sarah. Ja, genau. Gut. Dann gehen wir doch erstmal ein Haus weiter. Händler hier schon aktiv sind. Wir kriegen wir hier eine neue Farbe für das Auto. Ja, das wurmt mich so ein bisschen, dass das so eine scheiß Farbe hat, das Ding. Gucken wir doch mal. Müssen einmal Händler sein. Oh, oder? Jo.
Oh, hallo. Das habe ich. Achso, ja. Das habe ich. Platin oder. Nee. Ja, dann schon lieber das Ding, ne? Ich könnte ja beide kaufen. Kohle genug habe ich ja. Einmal klicken nur. Ich nehme mal beide Farben. Handel bestätigen. Hier. So, fertig. Und zurück. So, was ist das? Mischwarenhändler. Mal gucken, was der da drin hat. Ganz toll. Ah, Reliktdinger. Das Ding ist cool. Dann braucht man, das ist ein Reliktschlüssel. Mit dem kann man, den setzt man dann ein, wenn man so ein schwieriges Reliktding hat, wo man da diese, ihr wisst, diese Zeichner setzen muss. Da gibt es noch weitaus welche, die noch schwieriger sind als die, die wir bis jetzt hatten. Also die waren ja einfach, ja. Aber da gibt es welche, die sind wirklich, da hängt man da wirklich um ein Fehler und dann ist schon wieder vorbei. Ne? Und dafür sind diese Reliktschlüssel also richtig gut. Einsetzen, wupp, fertig. Werde ich jetzt auch gleich kaufen, das Ding. So, was gibt's da hinten noch? Ach, Modelle. Na gut, kaufe ich eine Modelle, kann man ja auch immer noch gebrauchen. Ne? Ganz klasse Modell hier. Egal. So. Kann man übrigens bei jedem, wenn man Händler findet, immer mal gucken, was sie so drin haben, auch so an Besonderheiten drin haben. Und da gibt's manchmal recht coole Sachen zu kaufen. Muss man natürlich die nötige Kohle für haben. Das heißt, vorher immer wieder alles verkaufen, was man nicht braucht, und dann ja, steigert man automatisch seine Kohle. So. So. Hier hinten gibt es auch noch Händler, glaube ich. Ja. Klar, sagen Sie mir einfach, welche Materialien Sie brauchen. Dann besorge ich sie Ihnen. Rüstungshändler würde ich aber nicht zu raten. Ich würde mir dann lieber die Rüstung selber bauen. Weil den kann man selber entscheiden, was drauf soll. Und das dauert zwar ein bisschen länger, bis man das alles kann durch die Forschung alles und so weiter. Gesichert. Aber dann hat man da wirklich die eindeutig bessere Wahl. Hier mal eben reingucken. Ja, 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 gut. Mal ein bisschen draufhalten hier. Ausrufezeichen erstmal wegmachen. Domus gegründet, Gewölbe entdeckt. Jawohl, das haben wir alles gemacht. Was haben wir denn hier? Ach, wieder zu weit. So. So und Stase-Probleme und alles erledigt. Gut. Und enden. So. Und dann geht es weiter zum Schiff auf zu neuen Abenteuern. Ja, sehr wichtiger Baustoff übrigens. So, wo wollen wir hinfliegen? Ach, hier oben wollen wir hinfliegen. Eine hoffnungsvolle Spur. Da fliegen wir nochmal eben hin. Kollisionskurs.
Kollision steht bevor. Voller Halt! Jetzt! Scannen uns, Pathfinder. Dann scan zurück! Wo ist der, der die Relikte aktiviert hat? Seine DNA-Signatur ist dort. Antworte! Sie stehen doch mir im Weg. Wer sind Sie? Steuerung ist blockiert. Sie fliegen uns in Ihr Schiff. Worum geht es hier eigentlich? Ich erkläre nicht, was du nicht begreifen kannst. Ryder, in wenigen Sekunden habe ich wieder die Kontrolle über das Schiff. Sie können doch kein Schiff kapern, weil Ihnen gerade danach ist. Für wen halten Sie sich eigentlich? Genug. Dein Widerstand ist naiv und sinnlos. Heute beginnt dein Weg zu wahrer Größe. Sam! Ich habe einen Kurs durch die Geißel berechnet. Los! Bericht! Gegner zerstört. Schäden an den Hecksensoren. Durch die Geißel? Ja. Bring uns hier raus. Ja, es wird eng. Kello! Ja! Gut gemacht! Wer zum Teufel war dieser Typ? Ryder, wir haben hier unten Probleme. Wir brauchen dringend einen Hafen. Toll. Wo sind wir überhaupt gelandet? Sensoren sind beschädigt, aber ich glaube bei den Gewölbekoordinaten. Sie glauben? Gil, tun Sie Ihr Bestes. Wir gehen runter. Wir werden gerufen. Wir müssen landen. Kanal öffnen. Tov, Jagalesto. Tov, Jagalesto. Hören Sie, tut mir leid, dass wir einfach hier aufkreuzen, aber ich schwöre, wir sind die Guten. Ephanola, Fahren in Gassadregara. Ephanola. Sie zwingen uns zur Landung. Dann landen wir. Ja. Wow, das ist wunderschön. Wir müssen in dieses Gewölbe. Bitte, Sie wollen doch nicht wirklich alleine da rausgehen. Doch, dieses Mal muss es besser laufen. Ich bin der Pathfinder. Der Erstkontakt ist mein Job. Und unfassbar wichtig, aber hey, kein Druck. Wenn das hier schlecht ausgeht und ich gefressen werde, selbst wenn es lustig ist, löschen Sie die Videos, ja? Muss ich meine Schuhe ausziehen? Nächsten Rohr.
Ich bin Paran Shai, Gouverneurin von Aya. Wir sind die Angara. Hallo, ich bin ein Pathfinder der Initiative. Ja, Sie haben den Orkusnebel durchquert. Ich hörte davon. Jol. Ich habe alles im Griff. Ephra sah das Schiff eintreffen und wollte, dass ich mir ein Bild mache. Er ist ein Mensch aus einer anderen Galaxie. Ein Pathfinder. Aya ist verborgen. Geschützt. Was wollen Sie? Entschuldigen Sie. Ohne Warnung und brennend hier zu landen, war nicht unser Plan. Gut zu wissen. Sonst wäre es ein sehr schlechter Plan gewesen. Ich informiere Ephra. Er erwartet Sie in seinem Büro im Hauptquartier des Widerstandes. Wir sehen uns dort. Ich werde Sie durch unsere Stadt begleiten. Ihre Crew bleibt an Bord. Folgen Sie mir. Bleiben Sie immer in meiner Nähe. Versuchen Sie nicht, die Stadt eigenmächtig zu erkunden oder sich mit jemandem zu unterhalten. Falls es nötig sein sollte, werden Ephras Wachen auch vor Gewaltanwendung nicht zurückschrecken. Verstanden. Darf ich Ihnen denn wenigstens ein paar Fragen stellen? Ja, ich denke, das geht in Ordnung. Wenn Sie hier die Gouverneurin sind, wieso muss ich mich dann mit diesem Ephra treffen? Er ist der Anführer des Widerstands. Und was macht dieser Widerstand? Er kämpft gegen die Kett und beschützt uns. Die Angara weisen ein ungewöhnlich hohes Maß an elektrostatischer Energie auf. Das ist doch Wahnsinn! Es gehört in eine Eindämmungszelle. Gouverneurin Schall weiß, was bin ich wirklich so furchteinflößend? Sie sind ein Fremder, der in unser Zuhause eingedrungen ist. Wir wissen nicht das Geringste über Sie. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Dann gehen Sie weiter. Das ist nur ein Scanner. Stecken Sie das weg, sofort! Ja, ja, kein schon einziges gut. Exemplar der hiesigen Flora ist in meiner Datenbank verzeichnet. Wir haben ein uns unbekanntes Ökosystem entdeckt. Ihre Stadt ist wirklich wunderschön. Danke. Sie sind der erste Fremde, der Sie zu Gesicht bekommt. Ich fühle mich geehrt. Was passiert, wenn Ephra mich nicht mag? Das wird er nicht. Dennoch müssen Sie sein Vertrauen gewinnen. Er ist dafür verantwortlich, Sie alle zu beschützen. Ich weiß, wie das ist. Sie sind ein Anführer. Naja, sagen wir, ich bemühe mich, einer zu sein. Das ist das... Ja, sie schikanieren dich, Moran. Aber wenn du dich provozieren lässt und rausgeworfen wirst, ist das deine Schuld. Also ich soll schwach sein? Nein, es heißt, du sollst stark sein. Vertrau auf deinen Verstand und dein Herz. Okay? Hey. Sie ist einfach die Beste im ganzen Widerstand. Ich weiß. Die Erfahrung mit den Cat heißt für uns Misstrauen gegenüber allen Aliens. Wir sind auch schon auf die Cat gestoßen. Dann verstehen Sie es ja wirklich. Als der Archon nach Helios kam, zerstörte er unseren souveränen Staat. Er nahm sich, was er wollte, als wären wir gar nichts. Jetzt verschleppen die Cat gnadenlos Angara. Oft sehen wir unsere Leute nie wieder. Kommen Sie. Ephra wartet. Die Cat entführen sie? Stehlen ihre Leute? Und der Widerstand bekämpft sie jeden Tag. Mit allem, was wir haben. Ist das Zermürbung? Was wollen sie? Sparen Sie sich Ihre Fragen für Ephra. Verdammt, ich gebe Volt nicht auf. Ephra, das ist eines der Aliens aus der Milchstraße. Ein Pathfinder.
Pathfinder. Nach Aya zu kommen, ist ein gewagter Schritt. Meine Leute hatten den Mut, aus der Milchstraße nach Andromeda zu reisen. Ich würde alles wagen, um sie zu retten. Pathfinder, egal wie sie uns gefunden haben, warum sind sie hier? Ich habe auf einem unwirtlichen Planeten, den wir Eos nennen, ein uraltes Gewölbe entdeckt und es reaktiviert. Es hat die Umwelt des Planeten stabilisiert. Relikte. Unsere Informationen bestätigen das. Ich vermute, auf Aya gibt es ein Gewölbe, das anders ist. Ich muss dort hinein. Ja, es gibt da draußen ein Gewölbe. Aber der Eingang wurde vor Jahren verschlossen und versteckt. Tut mir echt leid. Die Moschai ist unsere angesehenste Forscherin. Sie kennt das Gewölbe. Aber jetzt haben sie die Cat. Und wir konnten sie nicht retten. Wir haben sie verloren. Ich möchte Ihnen zeigen, wozu ich fähig bin. Geben Sie mir einfach Ihre Zustimmung. Sie wissen nicht, womit Sie es zu tun haben. Die Angara und auch die Cat haben vor Jahren gelernt, wie gefährlich die Gewölbe sind. Wir sind fertig. Ephra, ich glaube, was dieses Alien sagt, ist außergewöhnlich. Die Moschai würde von uns wollen, dass wir diese Chance nutzen. Jor, du redest zu viel. Lass mich das Alien für dich beurteilen. Ich werde deine Augen sein. Geh, wenn du willst. Aber wenn er dich töten will, dann schlag zuerst zu. Ich bin Jor Amadarav und werde sie durch das Gebiet der Angara begleiten. Das wird nett. Ich hoffe, Sie mögen Gesellschaft. Hoffentlich bereue ich das nicht. Hoffe ich auch. Ich habe meine Analyse von Aya fertiggestellt. Soll ich sie an den Nexus übermitteln? Auf jeden Fall. Bin ich doch immer. Glauben Sie wirklich, dass die Mondscheine... Ryder, das Schiff ist repariert und startklar. Ich sage nur, dass dieser Erstkontakt zumindest besser gelaufen ist als der letzte. Aber nur minimal. Ja, was ist eigentlich passiert? Ich wollte mich dort umsehen. Und jetzt müssen wir noch jemanden durchfüttern, was auch immer er ist. Funktionieren die Translator nicht? Sie funktionieren. Ach, kommen Sie schon. Könnten wir bitte alle versuchen, einfach nur zuzuhören? Oh, Sie bitten uns. Interessante Strategie. Wir sind unserer besten Spur hierher gefolgt und stehen trotzdem mit leeren Händen da. Jor hat angeboten, uns so gut er kann dabei zu helfen, Zugang zu dem Gewölbe auf Aya zu erhalten. Und wie soll das gehen, wenn wir den Planeten verlassen, auf dem es sich befindet? Das ist eine gute Frage, Jor. Echt jetzt? Beruhigen Sie sich. Ryder hat recht. Wir haben einen Angara unter uns, also hören wir uns doch einfach an, was der Neue zu sagen hat. Vor etwa 80 Jahren trafen eines Tages der Archon und die Cat in Helios ein und der Horror begann. Sie haben ihnen den Krieg erklärt? Was sie tun, lässt sich nicht so einfach benennen oder bekämpfen. Die Cat entführen Angara. Sie verschwinden einfach spurlos.
Was, wenn das unsere Leute wären? Hey, von mir aus können wir gerne den ganzen Tag gegen die Cat kämpfen. Aber das ist kein Plan. Das sehe ich auch so. Wir müssen in dieses Gewölbe, Ryder. Ich sag's nur ungern, aber ich muss Peeby recht geben. Unsere Mission hat Vorrang. Wir haben einen Plan. Mehr oder weniger. Und er ist gut. Jarl? Der Widerstand benötigt Unterstützung. Ich habe heute Morgen den Auftrag erhalten, zu zwei unserer Welten zu reisen. Und Sie werden mich begleiten. Weil? Weil Sie dadurch Ephras Vertrauen gewinnen. Und das wollen Sie. Jarl hat mir von diesen beiden Welten erzählt. Haval und Volt. Vor der Geißelkatastrophe war Volt ein blühender Planet, auf dem Milliarden von uns lebten. Ein strahlendes Zentrum der Technologie und des Lebens. Und jetzt? Jetzt ist er das Zentrum unseres Bodenkrieges gegen die Cat. Unsere Basis kämpft gegen ihre Einsatzzentrale um die Kontrolle über den Planeten. Und was ist mit dem anderen? Havar ist die Geburtsstätte der Angara. Aber die Lage dort verschlechtert sich. Er wird wild und gefährlich. Wir vermuten durch die Relikte. Jetzt wird's interessant. Wir haben vor kurzem den Kontakt zu unseren Wissenschaftlern verloren. Ich verstehe immer noch nicht, inwiefern uns das alles helfen sollte. Ich schon. Helfen Sie uns, oder eher, helfen Sie mir. Und ich setze mich für Sie ein, richtig? Jarl will nämlich ebenfalls in das Gewölbe auf Aya. Pathfinder, es ist Ihre Entscheidung. Okay, danke. Ich weiß Ihr Vertrauen zu schätzen. Sagen wir lieber Optimismus. Das mit dem Vertrauen kommt später. Jarl, geben Sie Kello die Nav-Punkte der beiden Planeten. Gehen wir es an. Jo, gehen wir es an, hat er gesagt. Ja gut, dann werden wir uns erstmal mit dem Neuen unterhalten und dann gehen wir es halt an. Ich ordne immer noch meine ersten Eindrücke, aber schon Ihre Körpersprache. Also, Jarl. Also? Wir hatten noch keine Gelegenheit zu einem Gespräch unter vier Augen. Fühlen Sie sich hier wohl? Ich habe es mir genommen. Es wäre zu ungewohnt gewesen, bei den anderen zu bleiben. Das sind Aliens. Und Sie auch. Und Sie sind ein Alien für uns. Wir haben also etwas gemeinsam. Das ist immerhin ein Ausgangspunkt. Verstanden. Und wenn wir alle Aliens sind, geht es vielleicht vielmehr darum, was für eine Art von Alien wir sind. Sie wussten nichts über uns. Und trotzdem haben sie uns ihre Hilfe angeboten. Vielleicht hatte das gar nichts mit Ihnen zu tun. Könnten Sie das näher ausführen? Nein. Woher kennen Sie Moshai Sefer? Sie ist unsere größte Expertin, was die Relikte angeht. Ich war ihr Schüler. Sie haben die Relikte auch studiert? Ein wenig. Ich war sehr schlecht. Hab hingeschmissen. Oder sie hat mich rausgeworfen. Eins von beiden. Wir stehen uns immer noch sehr nah. Und ist das Ihr Gewehr? Jetzt schon. Es ist von den Cat. Mit Modifikationen von mir. Ich bastle gerne. Wenn ich was in die Finger kriege, nehme ich es auseinander. Diese Fähigkeit können wir gebrauchen. Aber ich habe eine Bitte. Nehmen Sie bitte mein Schiff nicht auseinander. Sie haben recht. Ich mache das hier freiwillig. Es ist aufregend. Etwas an Ihnen ist einzigartig. Unruhig, ungeschliffen, aber irgendwie hintergründig. Das klingt für mich wie ein Kompliment. Und ein schönes noch dazu. Ist es auch. Angara sind sehr emotional. Es fällt uns schwerer, Gefühle zu verbergen, als sie zu zeigen. Ich sollte zurück an meine Arbeit gehen. Das war ein gutes Gespräch. Sagen Sie mir Bescheid, falls Sie etwas brauchen. Danke. Lassen Sie uns später weiterreden. Ja, gutes Gespräch, wie gesagt. So, wir gehen erstmal nach da.
ändern erstmal die Farbe von unserem Auto. Die Biodiversität auf Aya ist so unglaublich groß. Was haben wir denn? Platin war das, ne? Ja. Ja, sieht das schon ein bisschen. Ja, immer noch nicht die Farbe, die ich gerne hätte, aber okay, lassen wir das so. Was ist das? Nee. Nein. Nein, nein. Das ist schon cool so. So, Auswahl bestätigen. Jo. So. Genau wie auf Sir Cash. Da ich ja jetzt auf den Angara-Planeten runtergehe, muss ich hier auch leichte Modifikation annehmen. Aber wir müssen nämlich den mitnehmen. Und natürlich den Kruganer, das ist klar. Es geht gar, also ohne geht's gar nicht. So, außer bestätigen. Jo, so. Ja, wie das denn hier weitergeht. Ja, das sage ich dann im nächsten Video. Bis dahin. Und...